Servus YouTube-Freunde, grüß euch. Andreas hier, heute mal was ganz anderes. Und zwar bin ich heute nicht draußen beim Filmen, sondern ich sitze hier in unserem YouTube-Studio. Und es geht um Edelkrone. Jawohl, ihr kennt Edelkrone oder vielleicht auch nicht. Edelkrone produziert wunderschöne Sliders, Dollies, Pan- und Tilt-Motoren für Fotografen, Filmemacher. Ja, Filmemacher, Fotografen wahrscheinlich weniger. Ich habe mir von Edelkrone den Slider Version 2 gekauft und zweimal den Head One. Das ist ein Pan-Motor. Ich habe den zweimal, weil mit dieser Pan- und Tilt-Vorrichtung, die man von Edelkrone bekommt, kann man mit diesen zwei Motoren eben nicht nur horizontal, sondern auch vertikal filmen. Vorneweg. Ich werde nicht gesponsert von Edelkrone. Ich habe das Zeug ganz normal gekauft, so wie jeder andere auch. Und was ich hier sage, ist ganz allein meine Meinung. Mir wird hier nichts vorgeschrieben. Und ob Edelkrone das gefällt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass es ein bisschen hilft bei den Entscheidungen. Gut, fangen wir an. Wie lief das mit Edelkrone? Webseite, Webshop, tadellos, alles auf Deutsch, so wie sich das gehört. Bestellung war relativ einfach, es gibt verschiedene Kombinationen, die dann auch preislich etwas billiger wären, wie wenn man die Geräte einzeln kauft. Kann man gar nichts sagen. Bezahlung auch ohne Probleme, ich habe das Ganze dann über PayPal gemacht, keine Beanstandung hier. Man hat auch sofort eine Bestellbestätigung bzw. Lieferbestätigung bekommen. Es hat geheißen, man verschickt die Sachen an mich in ungefähr 7 Tagen. Tatsächlich waren die 3 Tage später schon bei mir, was ich richtig toll fand. Gut, als nächstes Inbetriebnahme, überhaupt kein Problem. Die Geschichte kommt mit Akkus. Das sind Standard-Akkus. Ladegerät aufladen, einschieben und abstarten und das ganze Zeug funktioniert. Ist eigentlich so, wie es soll. Richtig gehört, abstarten, man steuert hier alles mit einer App. Die App von Edelkrone ist wirklich toll. Also die Bedienung der App ist sagenhaft. Da könnten sich andere Hersteller wie Canon oder DJI könnten sich da alle eine Scheibe abschneiden davon. Wunderbar intuitiv, einfach zu benutzen. Du guckst, es gibt einen Bildschirm, du schaust drauf und du weißt, was Sache ist. Sobald der Akku im Gerät ist, ist das Gerät auch live und die App erkennt auch das Gerät sofort. Die weiß, ob du einen Slider und oder ob du Head Ones dabei hast oder wie viele. Also die App erkennt alles und richtet auch alles selbstständig ein. Man braucht da nichts machen eigentlich. Ein großer Nachteil bei der App, und da sollte sich Edelkrone, also da müsst ihr unbedingt was machen, wenn man die App verlässt, um zum Beispiel eine Kamera-App zu starten auf dem Handy, verliert die Edelkrone ab das Pairing für die Geräte. Das ist blöd gemacht, das muss sicherlich nicht sein. Im Endeffekt bedeutet das, dass man jedes Mal, wenn man die Edelkrone ab wieder aufruft oder zurückgeht zu dieser App, dass man dann eben das Gerätepairing neu machen muss. Abgesehen davon, alle anderen Einstellungen werden beibehalten.
Das ist jetzt nicht so tragisch, aber sicherlich muss das heutzutage nicht mehr sein, dass die App das Pairing zu den Geräten verliert. Gut. Es wäre schön, wenn das mein einziges Problem wäre mit dieser Geschichte, ist es aber nicht. Was mich richtig stört, und da bin ich wohl nicht alleine bei den Edelkrone-Benutzern, was mich richtig stört, ist, es gibt keinen Ein- und Ausschalter. Okay. Man steckt den Akku rein und das Ding ist live. Und solange man den Akku drin lässt, wird der Akku leer gesaugt. Und was mir passiert, weil ich bin ja ein alter Mann, nicht mehr so frisch im Gehirn, was mir eben laufend passiert, ist, dass ich mein Gelumpe wieder auseinanderschraube, im Rucksack verstaue, zur nächsten Location fahre oder laufe, was auch immer, und schnubbeldipupp, ist der Akku leer. Ja? Also das muss sicherlich nicht sein. Wenn ihr es nicht schafft, einen einfachen Schalter an dieses Gerät zu bauen, was ich nicht verstehe, warum das nicht möglich sein soll, und bei dem Preis kann ja ein Schalter nur auch nicht mehr so arg ins Gewicht fallen. Aber sicherlich könnte man das in der App über die Software machen, dass man einfach die Akkus auf Standby schaltet und gut ist. So, also gute und schlechte Punkte. Insgesamt aber muss ich sagen, dass mir die Sachen von Edelkrone schon sehr gefallen. Also das macht schon einen hochwertigen Eindruck. Das ist zwar teuer, es gibt billigere Sachen, das ist ja teuer, aber was soll's. Das passt schon. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Über Kommentare freue ich mich, so wie immer natürlich, ist ja ganz klar. Ein Abo und ein Like wäre auch ganz schön und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke nochmal fürs Zusehen. Gell? Servus aus Österreich.